Moin Moin, hier ist wieder euer Mecha und ihr seht, heute gibt es ein neues Spiel, Birthdays The Beginning. Ja, press any button. Alles klar, ich guck mal, ob ich das gerade noch auf Deutsch hab. Oh, ja, ist alles auf Deutsch. Wunderbar, ich lasse erstmal alles so. New Game. Ja. Ein neues Spiel auf unserem Kanal und ich muss sagen, oh. Eines Tages. Ja. Was war eines Tages? An einem Tag wie jedem anderen las ich ein Buch, als plötzlich ein alter Zettel herausfiel. Er sah wie eine kleine Karte aus. Es war eine Karte von diesem Gebiet hier und im Wald war ein Punkt markiert. Vielleicht eine Schatzkarte? Ein kindischer Gedanke, ich weiß. Ich hatte keine Chancen zu erfahren, ob die Karte nun echt war oder nicht. Aber soweit schien alles nicht weg zu sein. Also ging ich einfach. Mysteriös. Die Sonne schien immer wieder durch das dichte Blätterdach und erhellte hier und da meinen Weg, als ich durch den dunklen Wald ging. Und gerade als ich dachte, hier muss es sein, sah ich einen Lichtstrahl vor mir. In diesem Moment wollte ich davonlaufen, aber meine Füße bewegten sich nicht. Also blieb ich stehen und dann, als ob es mich anlocken wollte, bewegte sich das Licht. Und meine Füße reagierten darauf. Ich kam mir wie eine Marionette vor. Ich konnte nichts tun. Ich kam an den Eingang einer Höhle. Das Licht leuchtete in die Höhle hinein und meine Füße folgten ihm. Kurze Zeit später verlor ich das Bewusstsein. Als ich aufwachte, befand sich ein riesiger Würfel vor mir. Direkt daneben sah ich ein kleineres würfelförmiges Objekt und eine Kreatur, die ich noch nie gesehen hatte. Und damit begann der seltsamste Vorfall meines Lebens. Willkommen auf dieser unbekannten Welt. Ich selbst habe keinen Namen, aber du kannst mich gerne Navi zu mir sagen. Entschuldigung. Das rote Ding ist dein Avatar. Du kannst ihm jeden Namen geben, den du magst. Wir heißen nicht nur Avatar, ne? Wir heißen einfach Fox. Fox. So. Ist das okay? Ja. Für lange Zeit war es mein Job, Leben in Welten wie dieser zu erschaffen. In letzter Zeit ist etwas schiefgegangen. Ich weiß alles über diese Welt, aber ich kann nichts alleine tun. Also verlasse ich mich auf dich. Ganz bestimmt verstehst du das nicht, aber vertrau mir, du bist ein Auserwählter. Du siehst etwas verwirrt aus. Ich brauche deine Hilfe, das ist alles. Bestimmt enttäuschst du mich nicht. Wenn Leben in dieser Welt entstehen kann, bin ich endlich in der Lage, meine Aufgabe zu erfüllen. Und dann kannst du deine Welt, dann kannst du in deine Welt zurückkehren. Zusammen können wir dann weiter. Das ist deine einzige Möglichkeit. Zuerst musst du die Regeln dieser Welt kennen. Fangen wir an. Siehst du das rote Quadrat? Das ist
der Cursor. Er kann diverse Dinge markieren. Wenn du Terrain hebst oder senkst, ist der Cursor das Zentrum. Du kannst auch einen Bereich bezeichnen, in dem du Gegenstände verwendest. Versuchen wir ihn zu bewegen. Verwende den linken Stick, um den Cursor in die gewünschte Richtung zu bringen. Du kannst ihn so überall hinbringen. Wenn du gleichzeitig L2 hältst, bist du noch schneller. Du kannst mit dem rechten Stick auch deinen Blickwinkel ändern. Siehst du die kleine Karte rechts oben? Das ist die Minikarte. Auf der Minikarte ist ein Ort rot markiert. Warum gehst du nicht dorthin? Ja, wir fangen an, Burst is the Beginning. Wir sind dieser kleine rote Zipfelmann und wir müssen Leben auf diesen toten Block bringen. Nun gut, anscheinend ist alles okay. Da wir gerade dabei sind, erkläre ich dir die Minikarte. Die Minikarte zeigt den ganzen Würfel aus der Vogelperspektive. Der rote Punkt zeigt deinen Standort. Die Verteilung von Leben und der Zustand des Lebens werden ebenfalls angezeigt. Im Moment sieht es noch etwas trostlos aus, aber es wird noch lebendiger werden. Die Richtung, in die der rote Punkt zeigt, zeigt die Richtung, in die du siehst. Wir sollten jetzt das Terrain bewegen. Du fragst dich warum? Nun, das ist der Schlüssel zum Entstehen von Leben in dieser Welt. Drücke R1 und mit dem Cursor gewählter Bereich hebt sich auf. Ui. Ja, ich bin das nicht. Wenn du R2 drückst, senkt sich mit dem Cursor gewählten Bereich. Zack. 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 Das war ich immer noch nicht. Du kannst auch so etwas wie das hier machen. Heben und Senken des Terrains kannst du die Entwicklung dieser Welt beeinflussen. Das Heben des Landes senkt seine Temperatur, das Senken erhöht sie. Der Wechsel der Temperatur wird auf der Minikarte angezeigt. Temperaturänderungen werden aber auch von anderen Variablen beeinflusst. Durch Heben und Senken des Terrains formst du die Umwelt. Dabei entsteht neues Leben, das sich an verschiedene Umwelten anpasst. Wenn eine Lebensform gedeiht und deren Population wächst, kannst du neue Arten von Leben erschaffen. Wenn du diesen Zyklus wiederholst, kannst du verschiedene Lebensformen erschaffen. Heben und senken wir jetzt mal das Terrain. Drücke R1 zum Heben und R2 zum Senken. Halte jeden Taste gedrückt, um weiter zu heben und zu senken. Du kannst dich mit dem linken Stick auch bewegen, während du Terrain hebst und senkst. Okay, der hat mir da so einen schönen Berg hingebaut, da fuchtel ich jetzt mal nicht dran rum. Obwohl, wir könnten ja eigentlich mal hier in diese Mitte, hat er eine Mitte? Ja, da. Können wir eigentlich mal senken. Und noch mehr senken. Und noch mehr senken. Und noch mehr senken. Ich weiß nicht, ob das irgendwann ein Vulkan wird. Und noch mehr senken. Und noch mehr senken. Wunderbar. So, und jetzt wollen wir auch nochmal hier was senken. Da machen wir mal was hin. Da. Wir können ja mal so einen kleinen Fluss oder keine Ahnung machen hier. Ja, in diesem Spiel geht es einfach darum, wie ihr ja schon mitgekriegt habt, das Terrain so anzugleichen. Man kann diesen Würfel als unsere Erde sehen. Und das finde ich gerade spannend. So kann man sich vielleicht auch nochmal deutlich machen, wie unsere Welt entstanden ist. So mit allen möglichen Gezeiten, die wir haben und was das für Lebensformen hervorbringt. Und ich habe einfach Lust, mit euch dieses Spiel zu spielen. Und vielleicht kriegen wir es ja hin und schaffen es, uns den Menschen zu entwickeln. Das kann ja gut möglich sein, dass wir so gut sind, dass wir das hinkriegen. Also da habe ich richtig Lust drauf. Wie muss die Welt sich verändern, damit der Mensch überlebt? Und also, das ist doch mal sowas von interessant. Also ich finde es richtig interessant. Ich hoffe ihr auch.
Und ja, ich würde erstmal sagen, Start frei für dieses Spiel. Und ja, wir kriegen das schon hin. So, guck mal. Ich weiß auch nicht, was wir hier machen, aber das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ob das ein Vulkanfluss wird oder nicht, ich habe noch gar keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hier machen kann. So, machen wir das erstmal eben. Das sieht gut aus, so. Und hier können wir mal gucken, dass wir da noch was... Ah, ich glaube... Ja, wir haben TP. Und für jedes Ding, was ich hier mache, wird TP verbraucht, sehe ich gerade. Unten links in der Ecke. Jetzt machen wir das einfach so. So. Offensichtlich sind dir die TP ausgegangen. Du kannst verlorene TP im Makromodus wiederherstellen. Ich erledige das, aber nur dieses eine Mal. Es gibt andere Möglichkeiten zur Kontrolle des Landes. Eine besteht in der Verwendung von Gegenständen. Siehst du den gelben Punkt auf der Minikarte? Er zeigt ein Objekt. Geh dorthin und überprüfe den Timer. Du musst nur nahe genug ran. Ich zeig dir, wie man ihn verwendet. Aha. Talmacher. Mit dem mache ich also ein Tal. Achso. So kann ich ja viel schneller mit L2. Gut gemacht. Dieses Objekt gräbt ein großes Loch in den Boden. Drücke zum Öffnen des Objektmenüs, Objektmenüs und Viereck zur Verwendung. Verwende den Talmacher, um das zu bewegen. Aha. Das ist ein bisschen lästig, aber ich möchte 2 von 3 an einen bestimmten Ort haben. Diese Orte sind rot auf der Minikarte markiert. Den letzten kannst du an einen beliebigen Ort bringen. Wir sind ja schon fast richtig hier. Wie war das jetzt? Nee, so nicht. Ich hab's vergessen. Ich möchte, dass du deinen Teilmacher an der roten Stelle markierst. Ja. Nee, so auch nicht. So auch nicht. Ich habe vergessen, wie es geht. Ach, Objektmenü. X. Oh Mann. So. Und dann Objekt benutzen, Viereck. Wow. Wir haben eine Trophäe. Würfelfertigung. Und den anderen will er, möchte er hier haben. Achso. X, Viereck. Grandios. Aber so was, wo ich das hin mache? Direkt hier ran. Zack. Zack. Keine Ahnung, was das bringt. So, was meinst du? Nützlich, oder? Ja. Es gibt eine Menge nützliche Gegenstände, aber im Moment muss ich dir was anderes sagen. Ich muss dir vom Meer erzählen. In ihm ist alles Leben entstanden. Mit dem Urtropfen kannst du Wasser erschaffen. Und so beginnt alles. Versuche den Urtropfen in dem Loch mit dem Talmacher zu verwenden. Aha. Okay. Objekt benutzen. Wasser. Wir haben die Basis zum Leben. Es ist Wasser. Glückwunsch. Das ist der erste von hoffentlich vielen Geburtstagen. In dieser Welt wird dieses riesige Wasserbecken Meer genannt. Auf dem Cursor-Status rechts siehst du, dass seine Höhe in negativen Zahlen angegeben ist. Ja, da steht Cursor-Status Meer minus 5 Tiefe, 0 Grad Sonne, keine Ahnung, 53 Grad hat das Wasser an Temperaturen, der schwimmt da drin, und 100%ig Feuchtigkeit. Das hätte ich nicht gedacht. Alles mit negativen Zahlen ist Meer. Das ist eine Regel in dieser Welt. Beinahe ist es soweit, dass Leben entstehen kann. Ha, wenn es nur so einfach wäre. Warten ist aber auch ein bisschen langweilig. Also beschleunige alles mit einem Objekt. Ta-da! Die Lebenssuppe. Lecker, lecker. Dieses Objekt schafft Organismen ohne Fehlschlag. Du musst ihn aber im Meer verwenden. Schließlich ist dort alles Leben entstanden. Ja, und das ist ja wirklich auch kein Fake für junge Zuschauer, die jetzt vielleicht gerade in der Schule das Thema haben, wie entsteht Leben. Ich muss sagen, dieses Spiel hat nicht ganz Unrecht und erklärt es auf spielerische Art und Weise.
Das finde ich immer optimal. So können Kinder, gerade in der heutigen Zeit, wo Medien ja richtig groß sind, können einfach gucken, okay, klar, es gab vielleicht keinen, wie heißt das hier noch, es gab keine Ursuppe, aber was man hier draus jetzt lernen konnte, war oder ist einfach, das Leben hat im Wasser angefangen. Das ist schon mal richtig. Pass mal auf. Wir müssen jetzt nur noch darauf warten, dass das Leben entsteht. Im Augenblick ist die Zeit eingefroren. Wenn die Zeit normal laufen würde, könnte ich die Lage bei deiner Arbeit sehr schnell zum Schlechten wenden. Das ist eine weitere wichtige Regel. Die Zeit vergeht nur, wenn du die Welt aus der Entfernung betrachtest. Versuche auf Dreieck zu drücken. Ja, ich kann auch versuchen. Okay. Und jetzt? Jetzt betrachtest du die Welt aus der Entfernung. Mit dem rechten Stick kannst du die Entfernung anpassen. Aha. Dieses nennt sich Makromodus. Der ist sehr wichtig. Damit kannst du die Zeit laufen lassen. Wenn die Zeit weitergeht, ändert sich die Umwelt des Würfels in jedem Augenblick, der vergeht. Und wenn die Umwelt des Würfels eine bestimmte Bedingung erfüllt, entsteht Leben in dieser Welt. Lass die Zeit vergehen und sieh, was passiert. Drücke L1, um die Zeit laufen zu lassen. Na los, probier es aus. Oh, alles klar. L1. Phytoplankton. Noch ein neuer Geburtstag. Glückwunsch! Das ist Phytoplankton. Das ist angeblich die ursprünglichste Lebensform. Neuigkeiten zum Leben findest du rechts. Wie du siehst, wird neben dem Phytoplankton Mew angezeigt. Dadurch erfährst du, wenn neue Lebensformen entstanden sind. Pass auf, dass du keinen Geburtstag verpasst. Der Würfelstatus unten zeigt Informationen zu dieser Welt. Temperaturänderungen, der Status von Flora und Fauna, Terrainproportionen, Sachen wie diese. Oh ja, ich muss dir die Mechanik der Lebensentstehung zeigen. Die Temperatur ist der wichtigste Faktor bei der Entstehung von Leben. Änderungen von Generation und Geografie sind auch Faktoren, aber am wichtigsten ist die Temperatur. Das Verhältnis vom Meer zu Land regelt auch die Temperatur. Je mehr Land es gibt, desto niedriger ist die Temperatur. Je mehr Meer es gibt, desto höher ist die Temperatur. Die Hebung ist auch ein Faktor. Ein höheres Land sorgt für niedrigere Temperaturen und umgekehrt. Wenn du beim Formen deines Terrains daran denkst, werden diverse Lebensformen entstehen. Ich habe ja schon erwähnt, wie man die Zeit laufen lässt, aber nun erzähle ich dir etwas Nützlicheres. Unten auf dem Bildschirm kannst du das Tempo des Zeitfortschritts ändern. Mit L1 hältst du die Zeit an und lässt sie laufen. L2 spult die Zeit schnell vor und hält sie an. Wenn du die Zeit laufen lässt, erhöhen sich deine TP. Ein schnelles Vorspulen verbraucht sie. Versuchen wir mal, die Zeit schnell vorzuspielen. Drücke L2. Alles klar. Okay. Wir sehen, der Phytoplankton ist jetzt schon bei 285.000 Exemplaren. Eine neue Spezies ist entstanden. Das sind nun 3 Geburtstage für heute. Du wirst bald noch viel mehr erleben. Als Belohnung setze ich deine TP zurück. Ist aber lieb. Jetzt ist Zooplankton entstanden. Der erste mehrzellige Organismus. Er frisst Phytoplankton, um zu überleben. Dies ist das erste Glied in der Nahrungskette. Lass mich etwas über die Lebensform erzählen. Manchmal kann die Umwelt bestimmte Spezies nicht mehr versorgen, wenn ihre Anzahl wächst. Wenn das passiert, passt sich die Spezies durch Evolution an ihre Umwelt an und eine neue Spezies entsteht. Manchmal tritt eine neue Spezies auf, weil eine andere ausgestorben ist. Das Leben ist ziemlich geheimnisvoll, nicht wahr? Nachdem die dritte Lebensform entstanden ist, kannst du weitermachen.
Du kannst dich heranzoomen und das Terrain ändern und so weiter. Geh dann einfach in den Makro-Modus und lass sich alles entwickeln. Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, dann drücke R3 für einen Tipp. Verwende ihn, wann immer du ihn brauchst. Okay. Ich glaube, jetzt sind wir zum ersten Mal etwas freier in unserem Tun. Und hier in diesem See oder in diesem Meer leben jetzt Phytoplankton und Zooplankton. Und damit das Leben hier rüberschwappen kann und hier rüberschwappen kann, würde ich die jetzt einfach miteinander verbinden. Ich glaube, L2 war zum Senken. Zack, zack, zack. Das machen wir doch mal eben. Ich weiß, es sieht jetzt nicht so ganz so toll aus, aber es soll erstmal praktisch sein. Achso, so können wir das auch machen. Okay. Guck, das ist jetzt nicht ganz so gerade. Wir können auch hier mal was, so eine Insel entstehen lassen. Das geht ja auch. Eine kleine Insel zumindest. So. Hauptsache hier ist ein bisschen, hier schwappt ein bisschen rüber von dem Leben, dass mehr Phytoplankton entstehen kann. Diesen Zipfel machen wir auch noch weg. Den brauchen wir jetzt auch nicht wirklich. Zack. So. Dann können wir auch nochmal hier gucken, dass mal auch vielleicht da mal eine Delle drin ist, ein bisschen tiefer. Hier vielleicht auch mal so, zack. Und hier auch. So, mal gucken, was so passiert. L1. Ja, der Phytoplankton hat sich jetzt ziemlich vermehrt. Da passiert noch nicht so viel. Ich glaube, wir spulen mal ein bisschen schneller vor. Gucken wir mal, was da passiert. Jetzt. Stromatolith. Wow, es ist eine neue Spezies entstanden. Noch ein Geburtstag zu feiern. Dies ist ein Stromatolith, ein felsenähnlicher Organismus aus Algen, die an warmem Flachwasser lebt. Warum die Stromatolithen entstanden sind? Weil der Standort den Bedingungen für Leben entsprochen hat. Deswegen sind sie entstanden. Das heißt, dass du erwarten kannst, dass sie auch unter diesen Bedingungen gut gedeihen. Standortfaktoren bestehen in allerlei Variablen wie Temperatur, Höhe, Terrain und Meer. Vielleicht möchtest du dich heranzoomen und nach Hinweisen suchen. Jetzt kennst du... Hey. Krankenwagen. Jetzt kennst du die drei wichtigsten Faktoren für die Entstehung von Leben. Erstens Temperatur. Zweitens Gedeihen der Lebensform und Ausrottung. Und drittens den Standort. Diese drei Faktoren haben eine starke Verbindung zum Entstehen dieser Welt. Wenn Leben entsteht, wird anders dafür vielleicht ausgerottet. Lebensformen, die sich nicht anpassen können, werden aussterben. Bei Lebensformen, die in Gefahr sind, auszusterben, wird ein Ausrufezeichen in den Neuigkeiten zum Leben angezeigt. All die Erklärungen sind etwas lang, aber hab bitte Geduld mit mir. Drücke Dreieck, um in die Welt zu gelangen. Wuppdiwupp. Ja, dieser Bildschirm ist der Mikromodus. Makro- und Mikromodus mögen ähnlich aussehen, aber verwechsel sie nicht. Nun gut, ich habe dir ja schon von der Minikarte erzählt. Die Minikarte zeigt die Position aller Organismen in dieser Welt an. Gegenstände sind gelb markiert, aber Tiere und Pflanzen werden als bunte Punkte dargestellt. Suche nach dem Stromatolith, der soeben entstanden ist. Er wird als rosa Punkt angezeigt. Neue Lebensformen werden in deiner Bibliothek aufgezeichnet. Dies wird auch als Erfassen bezeichnet. Platziere deinen Cursor über die Lebensform, die du gewählt hast. Organismen, die du noch nicht erfasst hast, haben ein Fragezeichen in den Informationen. Klicke auf die Touchpad-Taste, um die Lebensform zu fangen und sie in deiner Bibliothek hineinzufügen. Diese Information kann jederzeit angesehen werden. Die Info zu Organismen wird im Fenster angezeigt. Probier es jetzt einfach mal aus.
klares Wasser, das ist Meer. Fast das tiefste. Naja. Scannen, scannen, scannen. Captured. Alge, die in sehr warmen und Tiefen lebt, wandelt per Photosynthese Kohlendioxid in Sauerstoff um. Seltenheit nicht ganz so hoch, Vitalität D auch nicht so hoch, Evolution B, also sie möchte sich, glaube ich, sehr schnell evolutionieren. Nee. Entwickeln. Tropic Level, keine Ahnung, D, Größe C, ist jetzt nicht so ganz so groß. Anpassung und fruchtbar sind sehr hoch. Also können, ja, wenn man mal guckt, bis 38, zwischen 38 und 53 Grad Wassertemperatur können sie geboren werden und von minus 2 Grad bis 68 Grad können die überleben. Gut. Level up! Was passiert jetzt? Glückwunsch für deinen Levelaufstieg. Es gibt noch einen weiteren Vorteil, wenn du Organismen erwischt. Es geht darum, wie du EP erhältst. EP werden zur Stärkung deines Avatars verwendet. Je mehr du davon hast, desto mehr EP erhältst du, um deinen Avatar im Level aufsteigen zu lassen. Du hältst mehr TP für die Gestaltung von Terrain und kannst so auch die Größe des Cursors einstellen. Verwende die Linkstaste und Rechtstaste, um die Cursorgröße einzustellen. Entsteht Leben, dann finde es und schnapp es dir. Dieser Prozess ist äußerst wichtig. Genau, es gibt einen Ansichtsmodus, in dem du einen anderen Blickwinkel als den Mikromodus hast. Damit erhältst du einen Überblick über die angrenzenden Gebiete und eine weitere nützliche Funktion. Im Ansichtsmodus zeigt die Minikarte Organismen, die noch nicht erfasst wurden. Du wirst bald genug herausfinden, warum das so praktisch ist. Das ist im Moment alles. Mach jetzt weiter und probier es aus. Drücke L3, um zwischen dem Mikromodus und dem Ansichtsmodus umzuschalten. Ah, okay. Oh, das ist aber spiegelverkehrt. Das muss ich noch einstellen. Das ist spiegelverkehrt. Nee, danke. So. Wie hat es dir gefallen? Oh, du bist traurig, weil dort nichts ist. Wie ich schon sagte, liegt diese Welt komplett in deinen Händen. Kehren wir jetzt zum Makromodus zurück. Ich bin hier aber schon ganz schön rumgescheucht. Ist dir jetzt klar, wie diese Welt funktioniert? Du brauchst mehr Stromatolithen, um neue Spezies zu erschaffen. Wenn Zooplankton anwesend ist, bedeutet das, dass es Flachwasser gibt. Minus 1 Tiefe bis minus 3 Tiefe. Wenn du flaches Gebiet auf die Stromatolithen zentrierst, können sie besser wachsen. Sie tun sich damit leichter, sich auf weite Gebiete zu verbreiten. Das ist bei allen Orgasmen. Oh Mann, wenn jetzt Kinder zuhören. Ja. Das ist bei allen Organismen so. Denke also immer daran. Versuche jetzt, das Flachwasser zu vergrößern. Dein Ziel liegt bei 1000. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mein Ziel liegt bei 1000. Gut, hier ist noch nichts drin. Anheben. Ich kann das vergrößern. Und jetzt? Nee, nicht tiefer. Noch anheben. So. Flachwasser erstellen. Das auch anheben. Das anheben. Das ist immer noch Untiefen, ne? Immer noch Untiefen? Oh Mann. Na, ich muss noch erst mit der Steuerung hier klarkommen. Wollen wir mal gucken, dass es hier Flachwasser gibt. In diesem Becken hier. So unsere Welt entstanden ist, dann wäre es ja schade, dass, also dann fände ich es traurig, dass ich mich nicht daran erinnern kann, dass ich vielleicht dieser rote Typ hier war. Irgendwie macht das doch Spaß. Ach ja, ich lass mal hier. Ups. Ich lasse es einfach mal entstehen. So.
So. Wieder kleiner. Irgendwie fehlt mir dazwischen Dings. Naja, das war nicht so gut. So. Jetzt machen wir auch wieder kleiner hier. Siehst du, hier ist ein Becken, was ganz flach ist. Ja, ist ein bisschen frickelig. Warum haben sie uns erst am Anfang so ein tiefes Loch graben lassen? Und am Ende muss ich es doch wieder flach machen. Das ist noch nicht so ganz meins hier. Jetzt habe ich es tief gemacht, egal. Nein, wir können tief gehen. Wir können besser so hoch machen. So hoch machen. So hoch machen. Und so hoch machen. Ich glaube, das reicht erstmal. Oder? Ne, den Zipfel können wir da auch mal wegmachen. Oh, keine TP mehr. Der Zipfel muss wohl bleiben. So, wollen wir mal langsam vorspulen, um zu sehen, was passiert. Phytoplankton nimmt ab. Ja, logisch, weil Zooplankton zunimmt. Jetzt nimmt Zooplankton ab, weil Stromatolithen zunehmen. Da haben wir die Tauben. Glückwunsch, gut gemacht. Hier hast du ein kleines Geschenk. Man nennt es Saat des Lebens. Der nächste Schritt besteht darin, einen neuen Organismus zu erschaffen. Wenn du die Saat des Lebens verwendest, wird ein Organismus entstehen, der zu diesem Standort passt. Verwende dieses Objekt, um einen neuen Organismus zu schaffen. Zyklomedus. Zyklomedus sind im Grunde genommen uralte Quallen. Sie leben in warmen Meeren und fressen Plankton, während sie an der Wasseroberfläche schweben. Gehe nah an die Stromatolithen heran und verwende die Saat des Lebens. Okay. Dann machen wir doch mal hier draus etwas größeres Meer. Damit das hier alles ein bisschen... Untiefen. Hier ist es mehr, ne? Ja. Das heißt, wir müssen noch einen Ticken tiefer gleich gehen. Hauptsache, wir können jetzt hier ein bisschen was entstehen lassen. Wenn die im Meer leben, heißt es ja auch, dass die meinen Zooplankton in Ruhe lassen. Da der sich ja im flachen Gewässer eher ausbreitet, oder habe ich das jetzt hier völlig falsch interpretiert? Also interpretiert. Ich sag gerne interpretiert. So, wollen wir mal gucken. Nö, hier ist noch nichts entstanden. Naja. Aber jetzt hier. Da ist schon mehr. Lass noch mal ein bisschen mehr gründen. Ein bisschen mehr darf sein, genau. So. Ich muss mich echt noch mit der Kamera zurechtfinden. Das geht einfacher, wenn ich das, wenn die Kamerasteuerung so ist, wie ich es mir jetzt eigentlich gerade gedacht hatte. Irgendwie ist die, glaube ich, noch links und rechts verschoben. Aber nun ja. So, jetzt haben wir hier Saat des Lebens anwenden. Gut, machen wir das. Gehe jetzt wieder in den Makromodus und lasse ich alles entwickeln. Alles klar, Chef. Mein Chef heißt Navi übrigens. So. Und let's go. Ich mache erstmal langsam. Gucken wir erstmal, was da so passiert. Sich was entwickelt, aber nichts von Bedeutung. Jetzt mach ich mal schnell. So. Alles läuft perfekt. Hier hast du eine Saat der Evolution. Dieses Objekt bringt Organismen zur Evolution. Wenn du ihn bei einer Lebensform verwendest, kannst du sie in ihre Weiterentwicklung Form verwandeln. Cool.
verwendet die Saat der Evolution, um Kalunia aus dem Stromatolithen zu machen. Kalunia ist ein Seetang aus dem Proterozoikum. Meine Güte. Gehe dazu zuerst in den Mikromodus und finde einen Stromatolithen. Sobald du einen Stromatolithen gefunden hast, hältst du deinen Cursor darüber und verwendest die Saat der Evolution. Solltest du die Saat nicht verwenden, wird Kalunia unter den richtigen Bedingungen trotzdem erscheinen. Wenn du einen Organismus ohne Gegenstände erschaffen kannst, passiert später vielleicht etwas Gutes. Sobald du jedoch eine Kalunia erschaffen hast, kannst du weitermachen. Oh, ich muss eine Kalunia einsetzen. Wo sollte ich den? So, jetzt gucken wir erstmal hier. Haben wir irgendwas, was... Da hinten ist was Rotes. Da haben wir gar eine Qualle hier. Einfangen hier. Sauber! Captured! Wir haben primitive Quallen, die in sehr warmem Meer leben und Plankton fressen. Sie sind in der Nähe von Stromatolithen anzutreffen. Das ist der Zyklomedusa. Und hier? Wie war das? X, Samen der Evolution, Viereck. So. Ist hier eigentlich auch schon mal was entstanden? Nicht wirklich, ne? Ich mach das hier auch nochmal weg. Und ich mach da auch wieder ein bisschen was rein. Also darf ja nicht ganz so perfekt da drin aussehen. Das ganz flach gibt es ja nicht. Kann ruhig mal ein paar Löcher drin sein, mal nicht. So. Das sieht doch gut aus. Und hier können wir mal was. So eine, hier können wir eine Insel entstehen lassen. Zack. Zack. Ja, das sieht bescheuert aus. Ganz ehrlich. Nee. So. So, mit Bergchen. Es sieht noch völlig bescheuert aus, aber nun ja. Na, ich möchte den Zippel da haben. Kelly, beweg dich dahin. Oh. Danke. Ja, so. Perfekt. Okay. Und zurück in den anderen Modus. Und vorspulen. Halt, warte, so. Kalunia ist new. Alles Gute zum Geburtstag. Kalunia ist geboren. Gut gemacht. Hier hast du 3 Saaten der Evolution. Die Anzahl der Gegenstände, die du besitzen kannst, ist begrenzt. Verwende sie also mit Bedacht. Als nächstes sollst du Elratia erschaffen. Weißt du, was ein Trilobit ist? Erratia ist ein uralter Trilobit. Die Art ist ein Gliederfüßler, der am Ozeanboden entlang schwimmt. Die Bedingungen für die Entstehung sind folgende. Flachwasser mit etwa 48 Grad und minimal 5400 Zyklomedusen. Was? Du kannst eine Spezies mit einem Objekt entstehen lassen, aber besser, du formst das Terrain. Ach du meine Güte. Alles klar. Grad. Okay. Heißt, wir können hier erstmal absenken, was das Zeug hält. Weil wir brauchen Platz für diese Medusen. Darf ja auch nicht zu viel, um einfach noch zu gucken, was passiert. Dich mal einfangen hier.
captured. On level up. Das freut mich. Und dann kriegst du einen Samen der Evolution. Zack. Diese Qualle. Wenn ich noch wüsste, wo sie lebt. Da. Kriegst auch ein Level up. Und du auch nochmal. Hier. Zack, zack. Und hier machen wir auch nochmal ein bisschen breiter, dass da auch was durchschwimmen kann. Durchsackern kann hier. So. Und dann ab in den Makromodus. Hallo? Warum kann ich nicht? Hilfe, ich komme nicht rein. Achso, ich war noch im Objekt. Ha. Dann wollen wir mal gucken. Bedingung für Elratia Nummer 6, Wasser 48 Grad, Flachwasser mit Algen, minimal 5000 Zyklomedusen. Wir haben gerade mal 306. Ja, das ist ja schön. Ach, ich drücke mal falsche Taste. Jetzt. Jetzt. Alles Gute zum Geburtstag. Elratia ist entstanden. Prima, offensichtlich hast du allmählich den Dreh raus. Du hast es soweit geschafft. Es ist jetzt Zeit, vom Wasser aufs Festland vorzudringen. Du musst den ersten Organismus entstehen lassen, der aufs Land vordringt. Baragwantia. Es ist also schon fast Zeit dazu. Wenn dies gut geht, kannst du zu deiner Welt zurückkehren. Diese Art Farn wächst auf dem Land. Sie ist nun weit von ihrem Entstehungsort entfernt und die erste Lebensform auf dem Land. Tiefland mit 41 Grad, minimal 6000 Kalunia und Feuchtigkeit bei 15%, das sind die Bedingungen für ihre Entstehung. Hier hast du drei kleine Setzlinge. Nimm sie als Zeichen meiner Wertschätzung. Fangen wir an. Okay. Interessant. Was war Bedingung? 41 Grad, ne? Das hier alles 51. 49. 48. 47. 46. 45. Okay, vielleicht müssen wir doch hier wieder hochziehen. Um die Erde wieder ein bisschen abzukühlen hier. Sehr viel Wasser haben. Kann man das mal hier so ein bisschen machen. Was wir vorhin so platt gemacht haben, können wir jetzt einfach mal Pi mal Daumen wieder nach oben ziehen. Ja, sieht auch jetzt schon ein bisschen mehr nach Gebirge aus, sage ich mal. Aber ich sehe gerade gar nichts. Wie ihr seht, sehe ich nichts. Ein bisschen formen, ein bisschen formen. Wir wollen einen schönen Berg. Hoch, runter. Ah, interessant. Und dann kommt mein Versprecher von vorhin. Ihr wisst noch, anstatt Organismen hatte ich was anderes gesagt. Und dann kriegt man die Trophäe hoch, runter, hoch, runter. Interessant. Nicht gerade jugendfrei, dieses Spiel. Damit kriegen wir das wahrscheinlich nicht gut hin. Oh, was ist das denn? Hier lebt doch schon eins. Ah, wir können da auch. Ah, ich bin auch ein bisschen deppert. Zack. Zack. Machen wir da ein bisschen was hin hier, hä? Zack, 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 zack. Aber das reicht alles nicht aus. Das reicht alles nicht aus, aber. Können wir mal gucken, wie kalt es da oben auf dem Berg ist. Wir sind schon bei 44 Grad. Okay. So, dann müssen wir noch den Rest hier hochkriegen irgendwie.
So, ein bisschen kleiner machen hier. Kleiner machen, Leute. So. Komm, wir setzen hier mal einen Setzling an. Und hier auf diese Insel vielleicht auch nochmal. Können wir sie überhaupt hier hinsetzen? Hier hat überhaupt Platz. Ah ne, rot ist es ja immer. Ich will's nicht. Zack. Und ein ans Meer oder so. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ne, da nicht. Da darf ich nicht, da darf ich auch nicht. Ich darf überall nicht mehr. Gut. Dann wollen wir mal gucken, was so entsteht. Vorwärts hier. Du hast es geschafft, Vagrantia entstehen zu lassen. Schnapp dir diese Pflanze und kannst tun, was du willst. Bis dahin kannst du tun, was du willst, also hol sie dir nur dann, wenn du bereit bist. Du willst also gehen? Was? Oh, nichts. Na los, mach weiter. Okay. Ich glaube, wir haben sie hier unten entstehen lassen. Ich meine, das ist die schon. Die war aber schon da, bevor wir alles andere hatten. Captured! An Land wachsende Pflanze, als Kalunia und Zyklomedusa sich im Meer vermehrten, passte sich diese Art an das Leben an Land an. Du hast es geschafft, Mission erledigt. Wir hatten nur kurz miteinander zu tun. Naja, meine Uhr zeigt gerade eine Dreiviertelstunde. Aber ich bin dir dankbar. Alleine hätte ich das nicht geschafft. Geh jetzt zurück in deine Welt. Episode Clear. Du hast die Episode ohne Saat der Evolution geschafft. Nee, das bist du nicht. Du hast neun Organismus. Du hast neun Sternorganismus erwischt. Nö. Innerhalb von 5 Millionen Würfeljahren geschafft. Ja, Millionen? Ja doch, Millionen. Fange alle Organismen ein, die in der Episode erscheinen. Habe ich auch nicht geschafft. Wen habe ich denn übersehen? Ah, ja, im Wasser wahrscheinlich. Im Wasser wahrscheinlich habe ich ein paar übersehen. Da habt ihr, ja. Also ist es nur ein Gut. Speichern abgeschlossen. Ist das alles ein Traum? Nein, das kann nicht sein. Schließlich bin ich im Moment doch gerade in einer Höhle. Ich sollte nach Hause gehen, dachte ich, als ich dem Licht folgte. Aber als ich nach draußen ging, konnte ich meinen Augen nicht glauben. Die Bäume vor mir erinnerten mich an dicke Farne und waren ganz anders als die Bäume, an denen ich zuvor vorbeigelaufen war. Was ging da vor sich? Hatte man mich in eine andere Welt gebracht? Vielleicht sollte ich mich ja mal umsehen. Was? Du bist wieder zurück. War nur ein Witz. Du hast hart daran gearbeitet, eine Landpflanze entstehen zu lassen. Aber es reicht nicht. Da ich leider nichts alleine erledigen kann, musst du mir wohl noch einmal helfen. Das Ziel ist jetzt Vielfalt. Du wirst das Land mit dem Leben aufblühen lassen. Du hast von den Dinosauriern gehört. Sie sind berühmte Organismen, die vor langer Zeit auf der Welt leben. Dein Ziel ist die Entstehung der Dinosaurier. Wenn du so weit kommst, wird bestimmt etwas passieren. Diese Welt ist aber zu klein für die Entstehung von Dinosauriern. Ich habe sie erweitert, sodass das Verhältnis von Land zu Wasser deutlich verändert ist. Das bedeutet, dass es niedriger geworden ist. Erweitere das Meer, um sie einzustellen. Warum bist du so deprimiert? Kann sein, dass du nicht glücklich bist. Aber ich bin es. Sitz auf Erden. Die Oben-Taste und Unten-Taste und drücke Dreieck, um bis zu 5 Objekte zu bestimmen. Siehst immer noch deprimiert aus. Hier, nimm das hier. Es ist eine kleine Wolke. Und starkes Sonnenlicht.
Kleine Wolken erhöhen die Feuchtigkeit im gewählten Bereich. Starkes Sonnenlicht verringert die Feuchtigkeit im gewählten Bereich. Sie sind äußerst nützlich. Du brauchst sie nicht? Ach komm schon, sei doch nicht so. Anscheinend hast du immer noch schlechte Laune. Du kannst dann auch diese Flussquelle haben. Nützlich. Du kannst die Flussquelle auf jedem flachen Land verwenden, solange es ein T groß und 3x3 ist. Ansonsten funktioniert es nicht. Ich frage mich, was jetzt passiert. Probier's doch einfach aus. Ich guck jetzt mal. Ich kann hier speichern. Okay. Gespeichert. Und damit sage ich jetzt Tschüss, Wiedersehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Dinos, wir kommen. Und ich glaube, es ist ein weiter Weg bis dahin. Ich hoffe, wir gehen den gemeinsam. Ich hoffe, dass ich... hier unten ist Lava. Hoffe, dass ich einige Tipps von euch kriege. Wie ihr meint, dass ich irgendwie Leben entstehen lassen kann. Und ich hoffe einfach irgendwann, dass wir den Menschen entwickelt haben. Wir sind jetzt soweit. Wir haben Leben im Wasser. Wir haben unsere erste Pflanze an Land. Und bald wird alles grün. Also, man sieht sich. Ciao und tschüss. Dies war nur der Anfang. Und man sieht sich. Haut rein. Euer Micha mit Birthdays The Beginning. Ciao und tschüss.